Hallo und herzlich willkommen zur Folge 189 von Elex 2. Wir sind zurzeit in Ignat und in der letzten Folge ging es ein bisschen drunter und drüber, weil ich wollte eigentlich einfach mal mit dem Adam reden und einfach mal vielleicht so einen Zwischenstand geben für die Quests. Ja, und ohne dass ich mir das aussuchen durfte, wurde ich auf einmal gildenlos ins nächste Kapitel geschleudert. Finde ich auch ein bisschen unschön. Da hätte ich vielleicht irgendwie mir gewünscht, dass das anderweitig möglich ist. Es gab noch eine andere Dialogoption bei ihm, die habe ich jetzt einfach mal konsequent ignoriert. Das kommt dann, wenn wir wieder zu ihm latschen. Das mit Bestandsaufnahme. Ich hätte nämlich einfach gerne dem alle Informationen mitgeteilt, gegebenenfalls EP dafür eingesackt. Und wäre dann halt wiedergekommen, wenn wir dann soweit sind. Und vor allem, wenn wir dann auch einer Gilde schon beigetreten sind. In unserem Falle entweder Alps oder Berserker. Tendenz eher zu den Alps. Dominik hat mir ja auch nochmal... Was heißt empfohlen? Also er hat Alps into Berserker gespielt. Quatsch. Alps into Kleriker. Und war damit eigentlich sehr zufrieden. Und es klingt auch storytechnisch eigentlich ganz interessant. Vielleicht kann man auch bei den Alps bleiben, aber theoretisch bringt es schon auch was, wenn man die Gilde wechselt. Wie gesagt, vielleicht muss man es auch. Siehe Gardisten Gothic 1. Manchmal hat man keine Wahl. Fände ich eigentlich auch gut so. Oh ja, hier ist es schon sehr, sehr warm. Da hinten haben wir eine... Ist das eine Chimäre? Nee. Was ist das für ein Vieh? Die Geschützbestie. Warte mal, wo laufen wir denn hier hin? Sind wir dann... Ah, okay, das ist schon dieses Gebiet. Das war das Geschütz. Habe ich gemerkt. Okay, Bulli macht das. Ja. Du fetzt das Ding einfach weg. Dunkles Elix brauchen wir auch en masse. Das wissen wir ja mittlerweile auch. Für die ganz wertvollen Tränke, die uns Attributspunkte geben. Und dazu muss man halt sagen, dass es da wirklich am dunklen Elix mangelt. Ich glaube 20 Stück oder so pro Trank. Oder lass es 10 sein, ist auf jeden Fall trotzdem noch zu viel. Brauchen wir eine Menge dunkles Elix, aber ich habe das gute Gefühl, Alfara, dass wir hier bei diesen Gebieten noch eine Menge dunkles Elix finden werden. Bei diesen ganzen... Es sind im Prinzip die Konverter von Elix 2. Ne? Die Konverter in Elix 1 waren halt die Gegenden der Alps und Mutanten, wo man für die Quest ziehen musste. Und in Elix 2 sind es halt eben diese... Ja, ich weiß es nicht, Meteoriteneinschläge wäre ja auch falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Diese... Ich nenne sie wieder Konverter. Die Sky-End-Konverter. So nennen wir sie doch. Und das heißt, wir gucken uns hier mal weiter um. Hier gibt es noch ein bisschen was zu entdecken, wo wir noch nicht waren. Wir waren ja nur hier in dem Eck hier. Mit der Cora, bei der ich auch nochmal vorbeischauen wollen würde. Sobald wir auch dann zur Alcea gehen. Denn die Nebenquests, die lasse ich mir nicht nehmen. Bei der Hauptquest, das ist vollkommen klar. Ziesen, die nehmen wir mit. Und eine Truhe, die wir knacken müssen. Viele leichte Schlösser in letzter Zeit. Sehr gut. Die kleinen roten Steine sind wertvoll. Ich bin ja echt gespannt, ob man später auch größere Exemplare komplett finden kann. Würde mich interessieren. Ich würde sagen, für die Entwicklungskurve wäre es sinnvoller, wenn man nur die kleinen finden oder kaufen kann. Und dann immer zusammensetzen muss. Also immer, egal ob man da Lust drauf hat oder nicht. Man muss immer zusammensetzen. Einfach so einen großen Stein zu finden, das wäre schon heftig. Ach Gott, da schieße ich auch nicht für den. Der ist ja gerade direkt in die Klinge gelaufen. Apropos, da haben wir wieder ein Level up. Und bevor ich den Fehler mache... Mache ich folgendes. Ich mache hier und hier mal wenigstens alles auf 17. Geht natürlich nicht. Hätte noch ein Level abgebraucht. Kostet ja 5. Oh, investiert im Punkt. Das ist schon echt teuer. Aber es ist wichtig. Es ist gut so. Man kann so schon viel zu viel kompensieren. Da ist es schon wertvoll, dass man da wirklich gut Attributspunkte reinheizen muss. Haben wir hier wieder Wölfe.
Die schlagen wir auch zu Brei. Wo rennt jetzt überhaupt gerade rum? Sind wir denn in der Nähe des Depots? Sogar ganz in der Nähe. Das ist ein bisschen weiter nördlich. Bleiben wir mal auch. Nee, nicht so einer. Die sind immer aggro. Die bemerken einen auch aus 100 Metern Entfernung. Mit zwei von denen oder was? Nee, ist nur einer. Dann nochmal eine Steinklaue. Also viele Gegner haben wir. Hier in Ignadon. In der bösen Wildnis. Die spielt dreimal zu. Weiß ich auch. Ist mir bloß egal. Weil es mir egal sein kann. Huahaha. Eine Eisbestie. Dann nehmen wir mal die Schrot raus. Schießen dir die drei für meinen Kopf. Und haben unsere Ruhe. Wir sollten eigentlich auch mal... Ach Gott. Die Waffe hier probieren. Ist auch gar nicht so langsam. Also genauso wie der Sturmblaster und der andere Blaster. Der Normalo-Blaster. Oh, da ist ein Kopfsalat, hey. Aber der Damage ist ganz nett. Das müsste jetzt EK3 gewesen sein. Ja. Weiß schon bedeutend weniger als durch die Schrotflinte. Sollte man dann auch ein bisschen darauf achten, dass man da nicht einfach so von der Schrotflinte alle Muni verballert. Weil da haben wir... Ja gut, ich meine, 600 ist schon noch eine Menge. Aber es hat schon ganz schön abgenommen. Weil ich einfach so munter durch die Gegend baller. Da sollte man sich ein bisschen mehr im Griff haben. Und weil der Nahkampf ja nichts kostet. Zeug. Ach, ich krieg schon Schaden. Aber gar nicht viel. Ach Gott. Was sonst? Es ist wie gerade gestorben. Es ist in die Lava geplumpst. Mein Glückwunsch. Also wir bleiben jetzt mal hier ein bisschen... Also hier waren wir jetzt schon ziemlich exakt. Dann bleiben wir mal hier oben. Bevor wir jetzt schon hier rüber latschen. Gehen wir erstmal da hoch. Beziehungsweise gehen erstmal hier unten durch. Bevor wir was verpassen. Ich wollte gerade sagen, das hat vor allem hier große Vorteil, dass wir einfach aus der Entfernung Schaden machen können. Ein Vorteil, den man durch die Schrotflinte natürlich nicht hat. Die Schrotflinte, die geht nur auf naher Distanz ziemlich gut ab. Was war denn hier? Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Wo geht's hier hin? Denkzettel. Du hast unseren liebsten Schatz genommen, wir werden dich finden. Okay. Banditen. Na, warte. Banditen mit sehr viel Lebenspunkten. Verdammt viel Lebenspunkten. Brauchen vielleicht doch lieber die Schrot. Können wir jetzt auch mal direkt testen, wie viel stärker die ist. Eieiei, was geht denn jetzt ab? Ja, macht natürlich mehr Damage. Ist natürlich auch die Frage, ob das gerade überhaupt repräsentativ ist, was ich hier mache. Jemand heizt der eine da hinten die ganze Zeit. Wie so ein Blödian mit einem Raketenwerfer rein. Legt sich immer selbst auf den Boden, der Depp. Was ist das für ein Blödmann? Muss ich da raus und speichern. Bulli ist hier gerade auch ein bisschen verballert. Nicht gut, dass der dahinter steht. Alter, 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 ist das ein Scheiß. Oh, der Bulli schmeißt eine Granate rüber. Bulli weg.
speichern. Er hat geschossen. Nein. Genau. So geht's. So viel zu den Banditen hier. Bulli aus dem Weg. Den hat's auch gelüncht. Was haben wir hier? Irgendeine Ader? Aha, eine Erzader. Da ist doch was. So, noch eine Erzader. Aha. Wenigstens mal wieder eine Höhle. Ich habe mich erst vor ein paar Folgen beschwert, dass wir so wenig Höhlen finden insgesamt im Spiel. Es gibt immer wieder diese, die man auch, also so kleine Minen. Ist auch ganz nett, aber so richtig dicke Höhlensysteme, wo man auch richtig Respekt vor haben muss, das fehlt uns hier leider. Zugegebenermaßen sind wir sowieso schon ein bisschen zu stark für alles, deswegen das können wir halt nicht ändern, aber das ist ja so ein bisschen, das geht zumindest wirklich in die Richtung, was ich gerne habe. Genau, da ist noch eine Truhe, die man noch looten kann. Hier liegt ein bisschen Kram rum. Irgendwas Dubioses, was hier vor sich geht, was so eine Eigengeschichte erzählt. Wie jetzt halt diese paar Banditen, die hier scheinbar irgendwie eine Kameradin begraben oder was auch immer das hier sein soll. Oder das ist einfach hier Schneewittchen und die drei Banditen. Da ist nämlich irgendwie ein Apfel nebendran. Und vielleicht schläft die nur. Über uns ist irgendwas, was wieder ausrastet. Soll mir egal sein. Wir knacken die Truhe. Zu einfach. Drin befindet sich ein bisschen Zeug. Aber ansonsten nix. Trotzdem nett. Ich bin übrigens der Überzeugung, dass wenn wir uns einer Gilde anschließen, schon gut was passieren wird. Also ich habe zwar letztens erst gesagt, dass ich glaube, dass es nicht mehr so intensiv ist wie die Gildenwahl in früheren Spielen. Vor allem was die Konsequenzen der Story anbelangt. Aber ich kann es ja nicht wissen. Ich kann es nur vermuten oder erahnen. Deswegen vielleicht geht da trotzdem die Post ab. Wer weiß. Aber ich glaube, dass man sich dann halt da einfach ganz schnell hocharbeiten kann. Und schon kann man sich wieder nur um die Hauptquest kümmern. Ja, es sind halt immer diese Geschichten, die mir fehlen. Diese Geschichten, die halt während man die Quests macht, die halt dann, ne, erzählt werden, die sich halt abweichen von einem anderen Spieldurchlauf, wenn man sich halt an eine andere Gilde anschließt. Gehen wir erstmal diesen Gang hier entlang. Also meine Vermutung bisher wäre halt, man wird halt erst Setzer, dann wird man Werker, dann wird man also Erzberserker oder erstmal irgendwie Soldat und dann Erzberserker. Jetzt gerade da die Zwischenstufe nicht mehr so im Kopf. Und das macht man halt, indem man einfach ein paar Gegner tötet. Und vermutlich eher nicht, indem man irgendwelche Fälle löst, so wie zum Beispiel bei dem Wolf. Unabhängig von den Fraktionen, aber im Prinzip als Teil der Aufnahmequest der Berserker. Weil die Quest war auch ganz nett. Das war wie mit der hier Dings, mit der Irissa. Das waren wirklich eigentlich ganz gute Quests. Mit viel außenrum und hin und her. Und vor allem mit diesen, ja, auch mal kleinen Überraschungen. Mit Dingen, mit denen man nicht rechnen muss so. Oder nicht rechnen kann am Anfang. Das ist immer schön. So, schlagen wir wieder mal so einen Rudel zusammen. Müssen sie auch mal geben. Ne? Gegner, wo man nicht die Schrotfilter rausholen muss. Die man einfach wegmeucheln kann. So, hier weiter im Norden geht es dann schon in dieses Gebiet. Da oben ist übrigens auch eine Siedlung. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Außenposten dann für die Bastion wird. Also, dass wir dann uns da niederlassen mit unseren Bekannten und Freunden. Und die sagen dann, ja, okay, wir bauen hier unser Basislager, bla bla bla, wenn was ist, komm her, rüste dich aus, dies und das. Ja, könnte gut passieren. Da oben haben wir wieder so ein Glutwolf. Der böse Vetter vom Eiswolf, wollte ich sagen. Da ist mir aufgefallen, dass er One-Hit tot ist. Da unten haben wir noch ein Sky-End, oder? Geht da hinten ab. Das ist ein Abartiger. Umso besser, der gibt bestimmt dunkles Elex, jawohl. Und die Viecher auch. Die Tracker. Das sind ja auch die ersten Gegner, auf die man trifft, meine ich mich zu erinnern. Die
geben auch nur ein dunkles Elix. Was haben sie hier umgebracht? Ein Glutwolf? Wen auch sonst? Der Glutwolf ist hier leider der Versager der Eiswüste. Ist auch gar nicht so an das Terrain hier, ja, angepasst. Der wäre eher so ein Freund des alten Ignadons gewesen, nicht des neuen. Der passt hier nicht so ganz dazu. Dieser Eiswüste, der unten hat es wieder gesehen, gell? Ich hasse diese Viecher so dermaßen. Das ist ja auch nur ein Flusskriecher. Wenn man so möchte. Sehen sie auch optisch sehr ähnlich. Weil die meisten Gegner kann man aus der Entfernung schon wegheizen. Mal gespannt, was man da noch so alles entdecken kann an besseren Fernkampfwaffen. Also ich denke auch mal, dass man die wirklich besten Waffen auch nur bei den Fraktionen dann erwerben kann. Prellbock. Eine legendäre Waffe. Hey, endlich mal wieder. Aber ich glaube, so viel besser als die Waffen, die wir jetzt schon haben, sind die dann auch nicht mehr. Der Prellbock ist auf jeden Fall... Fernkampfwaffe, eine Zweihandwaffe. Mit Blutschaden. Blutschaden gibt es übrigens auch. Natürlich, es gibt ja auch Morkons. Wäre ja auch komisch, wenn es keinen Blutschaden geben wird. Aber der ist jetzt nicht so bombastisch. Aber ganz nett. Hier noch ein bisschen Erz rum. Und Kaugummi. So muss es sein. Da ist noch eine Blüte. Irgendwie Heilkraut. Genau, starkes Heilkraut. Rote Blüten für uns. Ein Teleporter. An einem Sendemast. Marakor. Erinnere mich irgendwie immer an Malakor. Das ist ein Planet aus Star Wars. Ja. So viel dazu. Düsen wir mal hier hoch. Kommen sogar schon relativ weit. Haben wir auch ein volles Jetpack. Hier ist erstmal nichts, das ist erstmal antiklimatisch, aber da oben gibt es was zu holen. Immerhin das. Und hier oben gibt's Plasmazellen. Und noch mehr Munition. Und noch mehr Munition. Und Trank der Eisenhaut. Hey, sehr gut. Ach, das Rezept dazu. Ja, auch gut. Ich meine, das Rezept hätten wir bisher noch gar nicht gehabt. An Rezepten habe ich mich sowieso noch nicht so ganz versucht, ne? Das. Ach, hör mir auf. Ach, guck mal an. Ja, diese Lehrmaterial vom Marker ist tatsächlich wertvoll, denn dadurch bekommt man +1 Intelligenz. Und zwar hier drauf, auf dem Basiswert, nicht, also können wir gleich mal testen. So zumindest meine Informationslage. Wir haben jetzt hier einen Basiswert von 61 und plus mit Bonus 69. Wenn wir jetzt das hier quasi fressen, haben wir 65 auf Basiswert. Wir können wirklich, das ist anders als die Tränke, das gibt keinen Bonus. Sondern erhöht den Basiswert. So, der Punkt ist, ich könnte das wahrscheinlich auch einfach benutzen, weil ich der Meinung bin, dass das vermutlich, ja, ab 60 nicht mehr teurer wird. Das heißt, es macht eigentlich keinen Unterschied, ob ich die jetzt einfach nehme oder nicht. Ich behalte sie mal im Inventar, weil ich immer so übervorsichtig bin. Und mal gucken, ob das nochmal teurer wird. Ich kann auch mich einfach mal nochmal irgendwie nochmal nachlesen. Und dann, ansonsten würde ich nämlich die 4 Intelligenz einfach noch reinscheppern. Denn dann ist das auch erledigt. Wir bekommen den dritten roten Stein und leider immer noch nicht den ersten großen Stein. Wir brauchen echt so viele Steine noch. Aber auf jeden Fall, gut, dass ihr es jetzt gesehen habt. Das sind übrigens diese, das sind einfach diese 4 Intelligenzpunkte. Die sind quasi Teil von Markas Quest als Belohnung. Eine wirklich wertvolle Belohnung. Also 4 Intelligenzpunkte einfach so. Und den Trank der Eisenhaut hatten wir wirklich nicht. Das heißt, Scharfschütze ist Zyklop. Behemoth ist Magier. Haben wir bisher noch kein Behemoth gesehen. 13 Unholdherzen tragen wir schon bei uns. Das heißt, 13 Stärkepunkte könnten wir uns reinhämmern. Und sogar 6 Konstitutionspunkte, weil die brauchen Herz eines Bergtrolls. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, wer braucht denn Urtier? Vermutlich für Gerissenheit. Das ist ja das Letzte, was noch übrig wäre. Ja, Gerissenheit wird es dann wohl sein. Jetzt haben wir übrigens 30 Servomotoren. Ich glaube, ich muss mir wieder blicken lassen bei der guten Ding.
bei der guten Wiese. Also, wer sagt? Ivica? Also, war Ivica der richtige Name? Ich bin mir gerade gar nicht 100% sagt, sicher. Na also, geht doch. Öffnen wir erstmal die ganzen Elix-Beutel also, hier noch. Wer sagt? Geht doch. Rostige Schatulle. Irgendwas steckt darin. Ich sollte es ohne Probleme öffnen können. Das Schloss ist von Rost zerfressen. Okay. Was haben wir drin? Also wir erstmal ein bisschen Elix loswerden. Ein bisschen Elixit. Um zu sehen, was da drin war. Ja. Oh, jetzt kommen erst noch die ganzen 25er Beutel. Eieieiei. Das ist eine Sache mit dieser Anzeige hier. Das Heilkraut. Und jetzt? Bemerkenswerter Ort. Aha, 3 Dietriche, 164 Elixit und 2 Eisenerz waren da drin. Alles klar. Ist ganz nett. Der Wert der Schatulle selbst wäre nur 100 gewesen. Insofern hat sich's rentiert. Also hier oben ist der Pass. Und hier geht's im Prinzip wieder da runter, wo wir... Waren wir da schon? Irgendwie schon, ne? Vorne ist ja die andere Brücke. Da unten dürfte gar nichts sein. Doch, da ist was. Da unten ist was. Es ist ein Abartiger. Den schießen wir noch zu Brei. Sind sogar 2 Abartige. Und Steinklaue da hinten im Eck. Und wenn wir die dann zurück gemacht haben und die Folge rum ist, werden wir in der nächsten Folge unsere Erkundung in Ignadon noch ein bisschen fortführen. Und dann geht es, wie gesagt, zu den Quests, die wir noch übrig haben. Wenn die erledigt sind, gucken wir nochmal nach den Gefährten. Und wenn das dann alles durch ist, alles durch ist, muss ich langsam echt meine Entscheidung fällen. Wie gesagt, zur Zeit Tendenz Alps. Aber ich bin noch nicht bei einer 100%igen Sicherheit, was diese Entscheidung anbelangt. Aber ja, Alps oder halt Berserker. Und bei den Alps natürlich so, da nehmen wir die Nyra mit, weil dem Bulli gefällt es nicht so ganz, wenn wir diese Entscheidung treffen, während er dabei ist. Nein, aber nur so ein Drecksvieh, auf das kann ich verzichten. Das heißt, in der nächsten Folge, wie gesagt, geht's hier weiter. Hier waren wir jetzt im Prinzip schon, das heißt, wir gucken uns diese Strukturen hier an, die wir noch sehen. Latschen hier rüber, gucken uns noch die Strukturen hier an. Da oben waren wir schon beim guten Konverter in Ignadon, beim alten. Und dann gucken wir uns noch diese Anlage hier oben an. Wenn das alles kaputt ist, hier ist übrigens noch so ein kleines Ding. Hier gibt's eins und da gibt's eins. Also hier oben ist echt die Kacke am Dampfen in Ignadon. Was die Sky Ends anbelangt. Und wenn das alles erledigt ist, geht's wieder zurück ins Depot. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.